Eine große Lagerhalle in der Nähe des Nürnberger Hafens. Dicht an dicht Kühlschränke, Waschmaschinen und Mikrowellen. Alles online bestellte Waren, die vom Käufer wieder zurückgeschickt worden sind. Was zurückgeht, kommt aber nicht immer wieder in den Verkauf. Tatsächlich werden viele funktionstüchtige Waren verschrottet. Das Nürnberger Unternehmen Restlos will mit seiner sogenannten Retouren-Rettungsauktion ein Zeichen setzen. Wir sind ein Online-Auktionshaus. Jetzt haben wir zum Jahreswechsel einen großen Retourenposten aufgekauft von mehreren Online-Händlern. Es sind ungefähr 500 Positionen. Und da ist wirklich alles dabei, vom Transportschaden, der dann eben zurückgeschickt wurde, bis hin zum nagelneuen, originalverpackten Gegenstand, der noch nie geöffnet wurde. All diese 500 Produkte stammen aus 2 LKW-Ladungen, die innerhalb einer Woche zusammengekommen sind. Aber ist das wirklich viel? Also grundsätzlich kann man sagen, es wird sehr viel zurückgeschickt. Wir haben 2020 350 Millionen Retourenpakete in Deutschland geschätzt. Und von diesen 350 Millionen Retourenpaketen werden am Ende etwa 4% der Artikel vernichtet. Und das sind dann so 20 bis 30 Millionen Artikel, die am Ende im Schredder landen. Die Artikel des Nürnberger Unternehmens wurden zum Glück nicht verschrottet. Bis Donnerstagabend konnten Interessenten auf Produkte bieten und so funktionstüchtige Waren retten.